Aber nichtsdestotrotz, Azra, werden wir jetzt erstmal hier noch den Blitz ein bisschen erweitern. So. Und dann gehen wir auch zurück zur Karte. Wollen wir? Ja. Wollen wir natürlich. Diese Menschen, sie haben sich in Monster verwandelt. Du scheinst neu hier zu sein. Das passiert mit den Leuten, die die Seuche nicht überleben. Wir waren an demselben Ort wie zuvor, diesem Halbaußenort. Diese Grube ist furchtbar. Wir müssen hier raus. Ach bitte, seit 10 Jahren versuchen Leute von hier zu fliehen. Das hier passiert seit 10 Jahren? Lass mich raten. Du bist aus der Hauptstadt, nicht wahr? Ich bin die königliche Bibliothekarin. War ja klar. Seine Majestät, der König, hält Sachen oft unter Verschluss. Ich wette, du weißt noch nicht mal, dass der Krieg vorbei ist. Der Krieg ist zu Ende? Aber die Soldaten, die... Woher werden all die Truppen gesandt? Hallo? Solche, die Menschen in Monster verwandelt? Das braucht verdammt viel zur Eindämmung. Das ist schrecklich. Hey, sieh es von der positiven Seite. Zumindest die Wiedergänger sind weg. Warte. Sie sind nicht nur weg, sie sind tot. Das hat noch niemand geschafft. Was? Wiedergänger sind unbezwingbar. Oder zumindest waren sie es. Oh Mann. Heute ist mein Glückstag. Ich habe einen neuen besten Freund mit geheimen magischen Fähigkeiten und eine unbewachte Karawane, die voll Reichtümern überquillt gefunden. Wir sind reich. Reich, sag ich dir. Sind das etwa Schuhe? So, und da erhalten wir auch gerade mal 50 Gram. Ist das nicht schön? Ein Haufen aus Müll, Fetzen, kaputten Werkzeugs und scharfen Stücke scharfkantigem gerostetem Metalls. Wer könnte auch nur ansatzweise etwas davon wollen? So. Dazu schon mal gesagt, Kram ist halt diese Währung, die man hier in diesem Spiel mit sich rumschleppt. Slack, das ist alles Müll. Banditen, ich hätte es mir denken können. Wer seid ihr? Ich bin Osimalkas, Kriegsherr der Grube, und dieser Tribut gehört mir. Schaut, ich bin seit gerade erst hier. Ich habe keine Ahnung. Wachen! Werft diese wertlosen Diebe ins Kolosseum. Zeigt ihnen, was mit denen passiert, die Osimalkas bestehlen. So, okay. Ich dachte, wir werden ins Kolosseum geworfen. Jetzt müssen wir selber dahin laufen oder was hier. So. Und da wären wir auch schon im Kolosseum. Moment. Genau. Unsere Helden sind gezwungen, die Wiedergänger in Osimals Kolosseum zu bekämpfen. Wähle deine Herausforderung. Also, jetzt könnten wir hier uns bei verschiedenen Herausforderungen ja, mal bewähren, ne? Also zum Beispiel gibt es hier den lockeren Modus, das ist der wirklich einfachste Modus. Und ja, das steigt dann hier unter anderem das Feindlevel sowie auch die Wellenzahl zum Teil. Und man bekommt natürlich auch immer hier Belohnung, schaltet das nächste Level frei, wenn man es einfach nur schafft und wenn man halt es perfekt schafft. Perfekt heißt wirklich in diesem Falle, dass unsere Asra gar nicht getroffen wird, von irgendeinem Monster getroffen wird, dass gar nichts durchkommt. Das ist halt immer perfekt und dann bekommt man hier zum Beispiel sogar schon Holzbogen oder hier Jagdkampfbogen. Also ziemlich krasser Stuff. Ich würde jetzt erstmal am Anfang, weil man eh noch nichts hat, müssen wir erstmal bei normal bleiben. Man kann jederzeit dann auch nochmal zurückgehen. Das sieht nicht gut aus! Ich vermute, das ist deine erste Hinrichtung. Hinrichtung? Jupp. Jeden Augenblick öffnet sich diese Tore, eine Schar von Monstern wird reinkommen und uns essen. Also werden wir einfach sterben? Ja, willkommen in der Grube. Weiß nicht, wie es dir geht, Prinzessin, aber ich plane kämpfen und dazu gehen. Warte, wenn wir schon sterben, sollten wir zumindest nicht unsere Namen kennen? Ich bin Azra. Dufte, dich zu treffen. Ich bin... Und jetzt können wir hier auch wieder einen Namen auswählen. Das wäre Ketta. Und ich lasse jetzt einfach die Namen alle so bestehen, wie wir sie haben. So. Eine Nomadenjägerin, zynisch und lebensüberdrüssig. So, fortfahren. Dann gucken wir doch gleich mal. Also das Kampffeld, das sieht schon interessanter aus. Ich finde aber auch diese Namen immer ziemlich nice. Ja, hier so. Was machst du? Fühlt sich komisch an, oder? Ich fühle mich wie damals, als ich die Seuche hatte. Als ich dachte, ich würde sterben. Als ob ich halb dort war. Nun, lass uns in einige Ärsche treten, statt zu sterben. Das bevorzuge ich zumindest dem Tod gegenüber. So, okay, dann wollen wir mal gucken. Den setzen wir am besten dahin. Wir haben nämlich zwei Zugänge. Und, ja. Also hier sehen wir auch schon,
dass wir hier halt ein paar andere Reichweiten haben zum Beispiel. Und hier könnten wir zum Beispiel, wenn wir Azra upgraden. Wenn wir Azra upgraden, sieht man, dass sich dann halt auch diese Reichweite erhöht des Pfeils und dass sie hier vorne nicht schießen kann. Das ist natürlich eine Problematik, mit der muss man sich anfreunden bei den Bogenschützen. Der kann aber auch nur in diesem Bereich schlagen, aber ich sag mal, der Bogenschütze ist eine der wichtigsten Klassen in diesem gesamten Spiel. Das ist unter anderem der zweite Player, den wir haben, oder den zweiten Turm, in Anführungszeichen gesprochen, Tower Defense, ja. So. Okay, jetzt überlege ich gerade, wollen wir sparen und dann Azra noch, nicht Azra, sondern hier unsere Bogenschützen nochmal upgraden. Achso, zu den Roten, da mache ich jetzt nochmal ein bisschen den Spielfluss ein bisschen rückgängig. So, und zwar, wir sehen, hier kommt jetzt dieser grüne Lebensbalken von unserer Kreatur, von unserem Berserker zum Vorschein. Das hängt damit zusammen, weil diese Kreaturen unseren Türmen Schaden zufügen können. Ziemlich praktisch, wenn man halt solche Bogenschützen hat, welche man hier in der Mitte des Feldes irgendwo positionieren kann, welche gar nicht davon betroffen sind. So, jetzt müsstest du eigentlich mal da nach oben schießen. Ja, super. Okay. Apropos das mit dem gezielt da nach oben schießen. Hier hat man bei den einzelnen Türmen, kann man unter anderem einstellen, wer wohin schießen soll, beziehungsweise die Priorität des Angriffes setzen soll. Zum Beispiel hier auf den stärksten Feind, mit der stärksten Rüstung, mit den meisten Trefferpunkten, bla bla bla. Auf die schwächsten Gegner zielen, die am wenigsten Lebenspunkte haben. Oder die, welche am schnellsten sich fortbewegen. So, spare hochwertige Techniken für Ziele ein, die nicht durch Schwächere getötet werden können. Okay, ist ja auch Wurst. Wir warten jetzt hier weiter die Sache ab. Und ja, weil wir sie ja da oben positioniert haben, die war ja in beide Richtungen perfekt ausgestattet. So, jetzt haben wir hier vom Kampf Kram 126 erhalten und EP haben wir 51. So. Herr, die Wiedergänger sind tot. Unmöglich. Niemand hat zuvor Wiedergänger bezwungen. Es ist das neue Mädchen. Ich weiß nicht, was sie getan hat, aber die Häftlinge sind alle lebendig und die Wiedergänger alle tot. Interessant. Werft sie in das Gefängnis. Ja, Herr. Dann schreibt einen Brief an meinen Freund, den Sammler. Berichtet ihm, ich habe einen interessanten neuen Gegenstand im Angebot. Jo. So, okay. Dann wandern wir mal hier in dieses Gefängnis. Osimals Gefängnis. Osimals Gefängnisstadt für Sklaven und Gladiatoren. Ein Mix aus kläglichem Abschaum und unschuldigen Pechvögeln, die alle auf Flucht aus der Grube sind, betreten. Okay, was hast du getan? Es fühlt sich an, als ob mein Herz zwei Richtungen zugleich gezogen würde. Sorry, aber ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Allerdings leben wir. Das ist schon mal was, oder? Lebendig und bald verrückt, wie es scheint. Oh Götter, ich brauche etwas zu trinken. Damit wären wir schon mal zwei. Psst, Azra, hier drüben! Woher kennt ihr meinen Namen? Die Wache wird bald zurück sein. Ihr müsst zuhören, wenn ihr es lebendig hier rausschaffen wollt. Wer seid ihr? Ein Freund. Hört genau zu. Morgen wird Osimal euch an einen Mann in Rot verkaufen. Ich kann das nicht zulassen. Okay. Er wird euch erneut ins Kolosseum schicken, um eure Fähigkeiten zu demonstrieren. Woher könnt ihr... Wenn das passiert, werde ich für eine Ablenkung sorgen. Ihr müsst dann flüchten. Nehmt diesen Kram, benutzt ihn, um eurem Mithäftlinge zur Hilfe zu bestechen. Ihr müsst morgen bereit sein. Warum helft ihr mir? Momentan ist es sicherer, wenn ihr das nicht wisst. Sucht mich am Kloster auf. Ich werde dort alles erklären. In Ordnung. Azra, Azra, ihr dürft ihm nicht in die Hände fallen. Ja, okay.
Du erhältst 100 Gramm. Anscheinend nutzen die Bewohner der Grube diesen Müll als Währung. Okay, sind wir mal gespannt, ob wir hier ein paar Leute rekrutieren können. Hier unten haben wir unter anderem auch die Möglichkeit, Waffen zu erwerben für unsere einzelnen Leutchens. Hier war es nur so ein komisches Steinschwert. Und jetzt können wir hier zum Beispiel einen neuen Nahkämpfer uns besorgen. Ich würde mal hier sagen, hier kann man halt alles so ein bisschen einstellen. Dann wollen wir mal sagen, hier machen wir mal hier die schwarzen Augen. Oder braune Augen. Ja. So. Jo, machen wir so. Das ist es. Hier dürfen wir uns. H7. So. Dann nennen wir den einfach mal H7. Perfekt. So, ein Sarazenenkrieger wird das. Ne, machen wir mal hier so. Saladin. Saladin! So, ja, wollen wir. Saladin, der klasse Berserker, ist der Gruppe beigetreten. So, dann wollen wir nochmal ein paar. Also, als Tipp, nur so am Rande. Ich kann euch empfehlen, da das immer so zu gestalten, dass man halt vier Leute bräuchte man immer nur von den Türmen. 6 ist das Maximum, was man nutzen könnte. Ja, und ich würde euch aber trotzdem empfehlen, dass man halt nur 4 nimmt, weil 4 ist komplett ausreichend. Das ist weil 6 Leute braucht man nicht von der einzelnen Kategorie. Vielleicht in dem späteren Modus, in diesem Plus-1-Modus, aber hier in dem normalen Standardspiel reichen 4 komplett aus. So, okay. Das ist dann H7. Saladin, H7. Machen wir hier. H7. Okay. So, und vielleicht haben wir dann noch das Glück, uns noch einen 4. zu holen. 170. Ja, können wir. Super. Dann, ich gestalte die eigentlich immer gleich. Ja, ich weiß, man könnte das natürlich dementsprechend auch noch anpassen, dass die alle unterschiedlich aussehen. Aber ich bin da immer so einer, der es beständig haben möchte. Weil das ist dann hier Slack und seine Gefolgschaft, die er anführt. So mache ich das eigentlich immer. So, was brauchen wir noch? Ach so, hier die Haare. So, und das ist Saladin, Hasim und Hasam. Hasam? Was ist das für ein Name? Nennen wir ihn einfach hier. Yusuf. Na, wir brauchen noch einen Sarazenennamen. Moment, Moment, Moment. Saladin, Hasim und Hasib. Hasib. So. Andere türkische Namen kenne ich leider nicht. Außer Yusuf Ahmed und keine Ahnung, was es da noch so gibt. Zaya kenne ich auch noch. Aber okay, ist ja Wurst. So. Moment. Rekrutiert. Waffen. Verlassen. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gruppe. Jo, passt. Jetzt haben wir hier nämlich. Hier hätten wir nämlich 6 Slots. Genauso wie wir es hier auch sehen. 6 Slots. Ketter, da haben wir leider bloß eine Bogenschütze momentan. Aber wir sehen hier unsere werten Freunde. Da müssen wir dann auch noch ein bisschen nachskillen. Aber das kriegen wir dann alles durch die nächsten Kämpfe mit. Ja, genau. So. Okay. Dann gehen wir mal zurück zur Karte und stellen uns nochmal diese neuen Herausforderungen. Das schaffen wir hier leider wirklich noch nicht. Sonst könnten wir hier für unsere Bogenschütze noch einen Holzbogen besorgen. Oder hier sogar den Jagdkampfbogen. Also das, was es immer hier noch so an Bonnies gibt, das sind immer besondere Gegenstände. Ich weiß bloß nicht, was passiert, wenn wir jetzt einfach mal extrem spielen würden und einfach den fortgeschrittenen Modus überspringen würden. Ob wir dann auch den Holzbogen zusätzlich bekommen oder ob wir den Holzbogen erst erwirtschaften müssten und danach den Jagdkampfbogen. Das kann ich euch leider nicht sagen. So, okay, dann stellen wir uns hier mal der Herausforderung. Hier haben wir sogar neue Gegnertüten. Osimal demonstriert die Fähigkeiten von Azra, einem seltsamen Gast. Wählt die Herausforderung. Locker, normal, bla bla bla. Okay. Und hier hätten wir nämlich den Kämpfen einmal gegen Wiedergänger, Wurm und Todeswurm. Der Wurm ist besonders schnell und der Todeswurm kann Giftkugeln spucken, die unsere Türme töten kann. Also so wie diese Ghouls.
So, und hier hätten wir zum Beispiel auch noch einen neuen, neuen Gegnertypen, den gefallenen Ritter, der hat eine Rüstung an, der halt den Leuten, ja, eine Rüstung gibt und wo dann die Treffer nicht so wirksam sind.